Südlich von Dresden liegt Schmilga. Mein heutiges Ausflugsziel anlässlich des diesjährigen Mühlentages, welcher am 20. Mai stattgefunden hat. Die Schmilgische Mühle ist idyllisch gelegen, direkt am Rande des Nationalparks Sächsische Schweiz im Elbsandsteingebirge. Erbaut wurde sie im Jahre 1665. Lange Zeit blieb sie allerdings ungenutzt und wurde erst 1832 durch Adrian Ludwig Richters wieder rekonstruiert. Heute dreht sich das Mühlenrad, welches von der 80 Meter oberhalb gelegenen Ilmenquelle angetrieben wird, wieder täglich. Der Mühlenbäcker verarbeitet das frisch gemahlene Mahlgut zu Brotteig und bäckt es im originalen Holzbackofen knusprig frisch. Ebenso wie der Müller in Schmilga schon vor über 300 Jahren das Brot zubereitet hatte.